Lass uns ein Big Mac holen. Bruder, ich bin dabei. Ja, perfekt. Um wie viel Uhr denn? Haha, witzig. Hast du gesehen, wie viel Geld du hast? Du Broke Boy, du kommst nicht mit uns. Also 69 Cent ist schon eine Menge in manchen Ländern. Hey Schatz, warum bist du nicht bei deinen Freunden? Weil ich nur 69 Cent habe. Junge, dann arbeite mehr, du faules Stück. Ja, okay. Also ein McChicken und... Ey, yo, Bruder, yo, arbeitet bei McDonald's. Bruder, yo, wir müssen reden. Was los? Du bist gefeuert. Was? Ich kann keinen broken Menschen hier haben, das macht ein schlechtes Image. Das macht keinen Sinn. Mein Restaurant, meine Regeln. Ciao, Felix. Könnt ihr das glauben, Leute? Ich kann nicht einfach nur hier rumstehen und gar nichts tun. Warte mal, jemanden zu feuern, weil er arm ist, ist illegal. Ich verklag den einfach. Guten Tag, mein Name ist Herr Anwalt. Ich will Geld. Wollen wir das nicht alle? Mein Chef hat mich rausgeschmissen, weil ich arm bin und ich will ihn verklagen. Das ist der perfekte Fall, lass uns anfangen. Sir, wie fühlt sich das an, McDonald's erfolgreich verklagt zu haben? Es fühlt sich gut an, aber kann ich bitte gehen? Bruder, du hast jetzt 69 Millionen Euro. Ist es okay für dich, dass jeder das weiß? Das stimmt, kann ich das nicht einfach verstecken? Passt auf, die Diebe kommen, Leute. Puh, ich glaube, ich bin hier losgeworden. Wen losgeworden? Ich stehe da direkt vor dir. Kaido Kid, der Meisterdieb 1142. Mein Ruf eilt mir voraus, deswegen weißt du Bescheid, gib mir das Geld einfach freiwillig her. Oder... Oder was? Du denkst wirklich, ich würde es dir geben? Ich war so lange arm. Und jetzt denkst du, ich würde dir das Geld freiwillig geben? Krieg mich erstmal. Puh, ich habe hier abgehängt. Aber was? Ich habe 1 Million Euro verloren? Ich muss überlegen, wie kann ich das Geld verloren haben? Wo aber... Wieder Geld weg? Kogomori, ich habe ein Problem. Na dann schieß los, Sportsfreund. Ich verliere andauernd Geld. Das ist unmöglich. Jetzt schon wieder. Geld verschwindet nicht einfach so. Jemand klaut dir das. Meinen Sie, jemand klaut mir das Geld? Ich meine das nicht nur, ich weiß das sogar. Und wie macht er das? Es handelt sich hierbei um einen Profi. Und zwar kein geringer als Meisterdieb Kaido Kid 1142. Und was empfehlen Sie mir, was ich tun soll? Du brauchst Polizeischutz. Polizeischutz? Und zwar von der Elite. Spreche ich da mit der Polizei? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche Polizeischutz. Dafür brauchen Sie einen triftigen Grund. Es ist wegen Meisterdieb Kaido Kid. Für einen Mann in seiner Klasse brauchen wir das Spezialteam. Aber das ist zu kostspielig, das lohnt sich nicht. Ich bezahle auch viel Geld dafür. Ich glaube nicht, dass Sie so viel Geld besitzen. 10 Millionen Euro. Ich möchte, dass Sie die ganze Stadt durchsuchen, diesen Kaido Kid, wenn wir heute noch finden. Habt ihr mich verstanden? Jawohl, Sir. Uns wurden ungewöhnliche Aktivitäten gemeldet. Geht der Sache auf den Grund und halte mich auf den Laufenden. Ja, hallo? Wir haben ihn gefunden. Schnapp den, umgehend. Wir sind dabei. Und wie sieht's aus? Es ist uns gelungen, ihn zu fangen. Sehr gute Arbeit. Es besteht eine hohe Gefahrenflucht. Haben wir die Erlaubnis, ihn zu erschießen? Erlaubnis erteilt. Und habt ihr ihn? Ein kompletter Treffer durch die Lunge. Sehr gut. Stellt sicher, dass er nicht mehr atmet. Und habt ihr seinen Puls gemessen? Wir konnten keinen Herzschlag messen. Sehr gut. Das passiert eben, wenn man sich mit mir anlegt. Was? Mir wird wieder Geld geklaut? Aber er ist doch nicht mehr unter uns, Kaido Kid. Aber ich dachte, Kaido Kid ist derjenige, der mein Geld klaut. Wir haben einen Brief an Kaido Kids Leiche gefunden. Was? Hör damit, ich will es lesen. Hier spricht Meisterdieb Kaido Kid 1142. Ich dachte doch nicht ernsthaft, dass ich gestorben wäre. Ich habe eine Nachricht hinterlassen im Stadtpark, wo ich als Nächstes zuschlagen werde. Aber während du diesen Brief liest, stehe ich sogar hinter dir. Hände ganz langsam nach oben da, wo ich sie sehen kann. Du warst ganz der Polizist? Keine schnelle Bewegungen. Das ist ein Fehler. Verdammt, er hat mein Geld und meine Klamotten geklaut. Aber er hat hier einen Hinweis hinterlassen. Ab zum Stadtpark. Okay, ich bin im Stadtpark, aber ich werde seinen Hinweis nie finden. Das ist zu groß. Du hast da was fallen gelassen. Entschuldigung, aber mir ist nichts runtergefallen. April, April, wenn der Mond die beiden trennt, komm ich von den Wellen geladen zum Blackstar. Meisterdieb. Und da kann man nichts mehr erkennen. Ich glaube, ich sollte damit zu Kogoromori.